Und es geht auch sofort weiter. Willkommen zurück zu Let's Play Majora's Mask Part 14. Wir sind noch ganz am Anfang des Spiels, finde ich. So, wir haben das letzte Mal, haben wir das Baby eingeschläfert. Also nicht getötet. Das hört sich immer so an, als ob wir das töten. Nein, haben wir nicht. So, Schlummerlied erlernt. Jetzt könnten wir theoretisch zum Dorf, aber nein. Jetzt will ich endlich mal meine Sidequests machen. Die ich mich schon so sehne. So. Womit fangen wir denn mal an? Ja, ganz einfach mit dem ganz normalen. Nein, nein, nein. Ey, ich habe mich doch verteidigt. Und ich muss mal auf meine Leben aufpassen. Eigentlich spiele ich so kämpferisch mäßig, aber irgendwie halt nicht, weil ich mit dem Typ nicht kämpfen kann. Quellwasser. Weiter geht's. Alter, mitten in der Woche morgens nachts aufzunehmen, ja, das macht schon Spaß irgendwie. Auch wenn ich... Ja, ihr wisst ja, ich habe ja noch Schule. Ich bin aber schon kurz vor meinem Abschluss. Ich bin mal ehrlich zu euch. Wollte ich... Ja, klar. Was trödel ich hier? Ich habe doch Wasser in der Hand. In der Flasche. Nein, warum dauert das denn immer? Hol dir mal Winterreifen. Ja, so meinte ich das. Nein, kein Magic mehr. Magic, Magic. Los, 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 los. Warte mal, ich glaube, das geht gar nicht. Bin ich bescheuert? Das geht doch gar nicht. Oder? Nee, warum auch? Boah, mach ich halt eine andere Sidequest. Obwohl, geht auch noch nicht. Boah, ich glaube, das geht alles erst nach dem Eistempel. Also los, auf zum Eistempel. Oh, Feili. Geht's denn hier lang? Im Ernst? Hier geht's lang. Hallo, jetzt hau mich nicht wieder runter. Das ist so. Bumm. So, jetzt werden wir aber dieses Mal mehr erreichen hier. Tingel, tingel. Wo Juli gesagt hat, dass das ein Pedo ist. Aber der ist wirklich komisch, der Tingel. Ist mir jetzt auch mal so aufgefallen. Angeblich hat er schlimme Sachen angestellt. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Ach komm, ey. Du bist gerade mal unnötig. So, Magic. Hopplink, hopp, 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 hopplink. Wir haben nicht so viel Zeit. Nein. Obwohl, wir haben noch eine halbe Stunde. Wir haben genug Zeit. Erster Part des Tempels in dieser Folge. Ich weiß nicht, ob wir den durchmachen, aber ich glaube nicht. Ich habe den noch nie gemacht. Wie gesagt, früher haben ich und Juli uns abgewechselt. Er macht zum Beispiel den ersten, ich mache zum Beispiel den ersten Tempel, er den zweiten, ich dritten und so weiter. Deswegen habe ich seinen Teil noch nicht gemacht. Und ich weiß nicht, ob es noch ein Problem geben wird. Ihr wisst, mein Auge der Wahrheit funktioniert ja nicht. Ich weiß nicht, warum. Es wäre auch mega toll, wenn jemand von euch eine Lösung weiß oder ob das extra so gemacht worden ist. Aber das wäre doch mal richtig dumm. Ui. Ah, das ist lebensmüde hier. Muss man aufpassen. Ja. Scheiße. Immerhin verliert man keine Leben. Und da ich das Spiel ja noch auf schnell spiele, weil das sonst immer zu viel laggt. Ja, genau so will ich das sehen. Das ist wunderschön. Oh, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Ja, wie war's, Leute? In den Let's Plays geht immer alles schief und in Wirklichkeit ist man ein richtiger Skiller in dem Spiel. So ist es zumindest bei Zelda. Oder an Mario oder Kirby oder Donkey Kong. Okay, Donkey Kong, da muss ich noch was sagen. Vielleicht mache ich dazu ein Let's Play bald. Knapp. Und dann, ja, ich bin mal ehrlich, als Kind habe ich das einmal auf dem Gameboy gespielt. Aber sonst habe ich das nie so wirklich gespielt. Nur auf der Wii nochmal. Dieses Kranke, was bald richtig krank wird, das Spiel, finde ich. Das ist voll schwer. Und ja. Hier braucht man auch das Auge der Wahrheit. Zum Glück weiß ich das.
So, wieder eine Vogelscheuche. Eule meine ich. Eule-Statue. Thank you. So, ich mache jetzt mal dieses Auge der Wahrheit an, auch wenn das nichts bringt. Was ich voll behindert finde. Nichts gegen Behinderte, ich sag's immer wieder. So. Alter, es geht. Was ist das? Irgendwas befindet sich inmitten dieses Schneesturms. Kannst du es nicht sehen? Ja, nee, das Auge der Wahrheit geht nicht. Tut mir ja leid, ne? Aber das geht. Oh, beim ersten Versuch. Ja, da ist ein mega riesiger Grone und er wird jetzt sterben. Der wird wirklich sterben. Da ist er. Der schläft jetzt ein, wegen dem Lied. Ich weiß nicht, ob der wirklich stirbt, aber... Ich finde, der fällt ja jetzt von ganz hoch runter. Hier. Lebe wohl, gute Welt! Nein! Ohne Mist, der müsste eigentlich tot sein. So, wir können hier ganz gechillt... Ach, weg damit. Gechillt sein. Ich weiß, ob ich dich mitnehmen soll. Eigentlich schon, ne? Eigentlich ja schon, ne? Komm mit. Feen sind immer gut. Da fällt mir gerade wieder ein. Kennt ihr das, wenn ihr so einen wichtigen Trank habt oder Fee und ihr setzt sie einfach so ein, weil ihr euch verdrückt habt? Das ist mir so, das ist so nervig. Nein! Oh, nein, es hängt. Scheiße. Oh, jetzt wollte ich schon fluchen, obwohl es keinen Grund gibt. Ich meine, bin ein sehr geduldiger Mensch. Schon wieder eine Fee. Es geht ab. Oh, das ist doch scheiße. Mann. Ohne Mist. Ja, komm. Das ist so dreckig. Rutschig. Let's play. The Legend of Zelda Majora's Mask mit ultra vielen Fates. Beim Pick Bernia. Ach, das ist doch schwul. Nix gegen Schwule. Oh Mann. Ich schlag dich jetzt kaputt! Bäm! Bist du voll gegeben. Ja, so hätte ich es eher machen sollen. Ich weiß nicht, ob das jemand so gemacht hat. Ich bin da immer durchgeflitzt. Komm! Gib Gummi! Nee, komm! Jetzt reicht's mir. Jetzt geh ich in die... Ey, ihr seid Noobs. Von dir lasse ich mich doch nicht... Okay, die sind echt behindert. Hä? Warum habe ich denn jetzt wieder das Oldschool-Schwert? Ja, hab ich's halt, mir auch egal. Komm her! Nein! So, wir brauchen Magie. Kaum sage ich das, krieg ich's. Los! Oh, toll. Oh ne, das will ich vermeiden. Oh nein, ich hasse das. Nein, das war doch so klar. Magie? Super. Man muss da hochdüsen, glaube ich, wegen dem Scheiße. Ey, ist das euer Ernst? Wuhahaha, jetzt hab ich's euch gezeigt. Oh ne, das heißt, die dreckigen Viecher kommen wieder. Kein Bock. Verfolgt mich doch, ihr lahmen Enten. Boah, diese Schadenfreude ist echt übel. Jetzt reicht's mir. Wenn da jetzt so ein dreckiger Schneeball kommt, hau ich ihn kaputt. Hä? Hallo? So mache ich das jetzt, ohne Mist. Sonst wird das noch ein Let's Fail. Und das will ich wirklich nicht haben. Ui, dafür habe ich gutes Timing mit dem Typen. Hätte ich nicht so gedacht. Boah, das ist doch krank, hier hochzuflitzen. Und das ist der Tipp.
Herzlich willkommen in den Peaky Berniab Tempel. Ich weiß jetzt nicht, wie das so ohne Texture Pack aussieht, aber hier sieht es schon mal geil aus. Und ich höre Viecher, Viecher! Das ist sehr groß. Es bedarf mehr als meine normale Kraft, um dieses Ding zu bewegen. Ja, schon klar. Ui! Hä? Ja. Geht weg. Nein, nicht laggen. Alter, was ging mit dem? Komm, schieb einfach weiter. Komm, geh einfach, geh. Ja, natürlich. Ist man immer so willkommen hier bei euch? Nix da. So, Tri-Attacke und dann hältst du mal schön den Mond. Komm. Ich bin motiviert. Was ist los? Bumm. Ich warte. Oh. Guter Punkt, mein Freund. Guter Punkt. Kennst du schon den hier? Und ja, den oder den. Kannst du auch so einen geilen Salto? Du schändest meine Zeit. Alter. Boah, voll den Arsch weggeschlitzt. Und das hört sich ziemlich pervers an. Und das ist mir egal. Die Musik erinnert mich irgendwie an diese Eishöhle von Ocarina of Time. Ohne Mist. Taya will irgendwas. Ja, jetzt nicht mehr. Okay. Ja, ich sehe schon, was das hier sein soll. Aber da mache ich nicht mit, meine Friends. Ich schaue euch eiskalt. Eiskalt haue ich euch einen Pfeil ins Gesicht. Ju, die Gegner kennt man ja, ne? Aus. Ach, ihr seid doch shit. Ich weiß noch, der Juli ist hier voll oft runtergefallen, hat sich voll oft aufgeregt. Ich glaube, der hat sogar richtig beleidigt hier. Aber ich habe das Problem auch. Was ist das denn? Lava? Ah, das ist eine Fee. Stimmt, Feen müssen wir ja sammeln. Klar, alles klar. Ich glaube, die Ocarina brauchen wir hier drin nicht. Feenmaske. Befreien. Mein Süßer! Treff doch mal Link. Komm her. Komm zu Mama. Oder Papa. Oder Transe. Oder. Hä? Achso. Ja, und jetzt? So. Der Typ ist hier eiskalt. Der geht da einfach rüber. Kann der Treppen hochgehen? Oh, das nenne ich mal Fortschritt. Ach ja, ich hasse es, Treppen hochzugehen. So. Hat das mal endlich. Ja, was ist denn? Auf der rutschigen Stelle mit dieser empfiehlt es sich dem Pfad. Ja, das ist mir schon klar, dass das mit den Goronen gehen soll. Aber ich brauche da irgendwie Speed! Du bist doch wohl. Du bist doch wohl krank im Kopf. Ja, fängt schon mal richtig geil an hier. Ich liebe es. Eieiei. Mir ist wieder was aufgefallen. Ich setze ein Safe State. Ist mir egal, ob das Pussy-like ist. Aber warum soll ich da immer wieder hocheiern? Wer bin ich denn? Ja, ich sehe es ja schon ein. Schon kapiert, ihr wollt mich nicht. So. Ich glaube, das war ein Fehler. Das ist mir egal, Speedo! Yeah! Oh, ganz ruhig. Der kann da nicht rüber, das weiß ich. Der ist nicht so gut genug. Da ist schon wieder eine Fee, ich glaub's nicht. Kann man da nicht irgendwie hacken? Ich habe schon voll oft Glitch-Folgen gemacht. Von Mario 64. Und das geht wirklich. Sauber. Komm her! Ich hab dich voll erwischt.
Komm jetzt her. Dankeschön. Halt immer drei Herzen, die Fee. Das muss wohl der Hauptraum sein. Ja, das sieht man. Ei, ei. Oh, ich weiß noch, das war richtig schwer. Zumindest der Weg. Und ich spüre hier Feen. Keine Ahnung wo. Alles eingefroren hier. Gucken wir mal, was hier so ist. Wieder eine Fee. Wollen wir uns mal umgucken. Ich sehe nichts. Ja. Ich... Ah ja. Kann das der normale Link? Oh, Link. Ohne Mist. So einen starken Jungen habe ich noch nie gesehen. Ich meine, der trainiert ja auch nicht, der Link. Obwohl, ah, der hat schon viele Abenteuer bestritten. Auch als er klein war. Aber das hätte ich nicht erwartet. Boah, es wird immer tiefer hier. Oh, mach das mal da rein. Yay! Und wir halten eine Kiste. Ich weiß nur nicht, was mir das jetzt bringt. Ich kann da doch eh nicht hoch, oder? Kannst du das? Nö. So viel ich weiß, kann der sich nicht festhalten. Nö. Kann er auch nicht. Oh. Hier ist auch eine Kiste. Die ist sogar Gold. Und golden ist super. Oh yeah, I like it. So, was habe ich denn so im Angebot? Scheiße. Wie gesagt, Leute, ich habe überhaupt keinen Plan. Das ist jetzt voll neu für mich. So. Gab es da noch was oder nur... Nö, das war alles. Okay, dann müssen wir nochmal ein andermal hierher. Selbst dann weiß ich nicht, was wir machen müssen. Aber na gut, hier müsste irgendwo eine zugeschlossene Tür gewesen sein. Karte haben wir auch noch nicht. Wo wir überall waren, weiß ich auch noch nicht. Schon wird's Abend. War ich schon da? Ich sag mal nein. Nee. Oh man. Wow! Wow, 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 ganz chill. Boah, ihr seid doch krank. Oh mein Gott. Komm her. Ei, nerv mich nicht. Stirb! Boah, was geht hier ab? Oh, ein fetter Schalter. Für meinen Ground Frame. Cool, ich stand noch nicht mal drauf. Aber na gut, wenn du es so wertest, nehme ich es gerne an. Joa, die müsste verbrennen. Alter, was geht denn? Was geht denn? Ach, eine Fee war da drin. Fee, komm her. Ohne zu hängen. Nummer 3. Kann ich hier schon was machen oder ist das hier jetzt einfach nur verarschen? Natürlich, Alex, wenn du nicht in die Tür gehst, weißt du auch nicht, dass du nicht weiterkommst, ne? Dieser Raum gefällt mir nicht. Immer vorbereitet sein hier. Ne? Ja, bringt mir noch nichts. Ist alles eingefroren. Wie kann man das machen, ne? Magic. Warum ist hier überall Magic? Bin ich denn hier? 60 Stunden haben wir noch, ja, das zumindest in dem Spiel. Der Part geht schon 20 Minuten so ungefähr. Eieiei. Nee, keine Ahnung. Nee, kein Bock hier Zeit zu verschwenden.
Oder wie gesagt, ich brauche das Auge der Wahrheit. Oh nee, ich hoffe nicht, das wäre schlimm. Obwohl. Ob ich das Spiel überhaupt schaffe? Kein Bock, das Let's Play abzubrechen, nur weil das Auge der Wahrheit nicht funktioniert. Okay, Sachen kann man noch damit anvisieren. Also muss ich öfter mal hier so auf Anvisieren gehen. Aber Kisten kann man, glaube ich, nicht anvisieren. Nö. Fuck the shit. Keine Ahnung. Ja, das dachte ich mir. Ihr müsstet doch auch irgendwo rauskommen wieder. Hier kommt 3 raus. Ja, klar. Mhm. Ja, komm, weich aus. Nein! Run! Unnötige Spannung. Bin ich eigentlich voll bescheuert? Ich weiß doch, wie man hier weiterkommt. Aber ich sag jetzt schon, der Tempel ist irgendwie verwirrend. Voll verwirrend. So, gehen wir mal so einen Dego-Stab. Frisch vom Dego-Baum. Hallo? Verarschen? Das Eis, die schmilzt bei Feuer, seems legit. Ohne Mist. Oh, muss es doch irgendwas geben. Außer einen dämlichen Schlüssel. Ich glaube, einige von euch geben sich jetzt ein Faceball, weil ich nicht weiterkomme. Warte mal, was ist jetzt eigentlich, wenn ich einfach hier runterspringe? Dann bin ich in diesem unteren Raum. Und da? Da war ich doch auch eben drin. Das war doch dieser eine Raum mit den ganz vielen Säulen, wo ich nichts gefunden habe, oder? Nö, warte mal, hier gab es auch noch was. Oh, ich bin so ein Depp. Ich glaube, ich sollte mir mehr merken. So, hier haben wir alle Feen. Link mit seinem Skillersprung. So, wo landen wir denn hier? Hey, du! Öfter hier? Ich auch. Warum laggt denn das immer so? Oh! Hi! Was ist da drin? Ich bin voll gespannt und ich will's wissen, ich will's wissen, ich will's wissen. Stimmt die Karte oder Kompass oder? Gib mir irgendwas. Die Karte. I'm happy. Ohne Mist. Die Karte ist nämlich sehr, sehr wichtig, finde ich gerade mal. Ich komme nämlich gar nicht zurecht. Die Dinger kann ich eh nicht kaputt machen ohne Grund. So, ups. Verwandle dich mal in den Damani. Da man hier nicht. Da ist nur Geld drin, ich glaub's nicht. Da kommt die Gefahrmusik. Wegen dem Eistyp. Karte. Lass mich mal kurz auf die Karte gucken. Karte gucken, Karte gucken. Da war Karte. Krass. Bringt mir noch nichts. Warum fliegt der? Das geht ja mal gar nicht. Das glaube ich manchmal buggy. Ja, Karte und so nice. Ich will weiter. Lass dich fallen. Lass dich doch fallen. Ja. Weg da, nicht in die Lava, Link, nicht in die Lava. Das ist nicht sehr nett. Nein! Ui. Stuuuup. Ich glaube, die kommt permanent, oder? Brände. Feuerköpfe. Totenköpfe. Köpfe, die leblos sind. Aber leben. Ja, scheint doch auch irgendwas.
Oder hier ist schon was und ich weiß es mal wieder nur nicht. Mann, ich bin so unsicher. Ich glaube, wir müssen alle töten. Ich töte jetzt einfach alle. Und wenn es falsch ist, verlängere ich einfach den Part. Obwohl, ne, es passt eigentlich, wenn wir den dann beenden. Es sind ja nur noch 5 Minuten, da habe ich ja Zeit, die zu töten. Also muss ich wieder was gut machen. Mein Skill ist nämlich gesackt ein bisschen. So, tot. So, die... Hä? Der ist von der Welt runtergefallen oder so. Komm, spam die Wirbelattacke, ey. Hä, seid ihr dumm? Nein, nicht verwandeln. Boogie, Boogie, schießen. Nice shot. Nein. Hallo? Bam. Du gehst nirgendwo hin. Ja, doch, die bleiben tot. Ja, ja doch. Ich mache, glaube ich, alles richtig. Da war aber trotzdem einer. Death. Das ist so scheiße mit dem Controller. Trotzdem noch erwischt. Irgendwo fehlt mir noch einer. Hier? Das ist so unlogisch. Mann, Link. Guck mich niemals an beim Schießen. Ei. Hier noch einer? Nö. Da? Nö. Au. Ich dachte, ich hätte jetzt alle getötet irgendwie. Was lernen wir daraus, Alex? Du hast mal wieder alles falsch gemacht. Nee, nicht da hoch. Nicht da hoch. Wo geht's denn hier weiter? I believe I can cry. Irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich habe einen Key, weiß nicht wofür. Ich habe eine Karte. Ich bin jetzt immer hier. Ich bin jetzt immer mittelbar. Das kann er nicht kaputt machen. Dagegen laufen wollte ich auch nicht, Link. Es gab noch diese eine Kiste und weiß nicht, wie man die holt. Genau hier war das. Wie kriege ich die denn? Kann man die eine nicht kaputt schlagen? Nö. Ich bin ahnungslos. Eieiei. Wie überlebe ich das nur hier? Gehen wir da runter. Abrollen. Jetzt leben sie wieder alle, oder was? Noch. Nö. Nur weil ich keinen Bock hatte. Was war hier? Stimmt, hier gab es ja auch noch diesen Raum. Der mir nichts gebracht hat. Und warum? Ich habe keine Ahnung. Wie geht's denn hier nur weiter in diesen Irrenanstalt? Alle Gegner töten war es anscheinend nicht. Warum denn? Das passt doch so super.
Du bist doch dumm, Link. Immer verwandelst du dich, wenn ich am Schießen bin. Tod! Nee, ich bin mir sicher, hier spawnt irgendwo eine Schatztruhe, wenn ich irgendwas getötet habe oder irgendwas erledigt habe hier drin. Hallo, ich will dich nur töten. Ich bin ausgewichen. Der Part ist eigentlich rum, aber ich töte nochmal alle. Wenn euch dieser Part gefallen hat, könnt ihr ja schon mal abschalten. Ja, das ist ein Redhead oder wie auch immer. Aber wenn es euch trotzdem gefallen hat und mich irgendwie unterstützen wollt, könnt ihr es ja abonnieren, liken. Ohne Mist, wie hat denn der Juli hier das nochmal gemacht? Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part. Mal gucken, wie es denn hier... Ja, Mann. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Habt einen schönen Tag. Wie auch immer, habt ihn einfach. Nee, ich beende jetzt diesen Part. Das ist mir zu dumm. Mann, ey. Egal, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.